Wir befinden uns hier auf dem Vorplatz des Benrather Schlosses. Ein Detail an der Fassade verrät uns einiges über die Verbindung zwischen Kurfürstin Elisabeth Auguste und dem Schloss. Ein Putto im Giebeldreieck hält ein Medaillon. Auf diesem Medaillon ist ein Frauenkopf im Profil dargestellt. Der Anspruch, den Elisabeth Auguste auf das Schloss und auf die umliegenden Ländereien hatte, ist somit klar. Aber das kam nicht von ungefähr. Elisabeth Auguste brachte nicht nur die Herzogtümer Jülich und Berg mit in die Ehe ein. Sie war später sogar alleinige Erbin dieser Ländereien. Schloss Benrath wurde möglicherweise und auch deswegen als Witwensitz vorgesehen. Das heißt, wäre Karl Theodor vor Elisabeth Auguste gestorben, hätte sie das Schloss ihr eigen nennen und hier angemessen bis zu ihrem Tode leben können. Dazu ist es übrigens nie gekommen. Aber das ist mit der Grund, warum wir überall im und außen am Schloss Verweise auf die Kurfürstin vorfinden. Im repräsentativsten Raum des Benrather Schlosses, dem Kuppelsaal, finden wir einen dieser Verweise. Und es ist wieder ein Medaillon mit ihrem Porträt. Hier trägt sie auf der Stirn jedoch ein Halbmonddiadem, das sie als Jagdgöttin Diana kennzeichnet. Beide Darstellungen, an der Fassade draußen und hier im Kuppelsaal, erinnern zudem stark an Abbildungen auf Münzen. Münzprägungen wurden bereits in der Antike dazu verwendet, Anspruch und Macht zu legitimieren. Herrscherporträts konnten so vervielfältigt und unter die Menschen gebracht werden. Elisabeth Augustes Position hier im Schloss und im Herzogtum wird somit nochmals betont.